So, jetzt hier gefühlt 2 Stunden später. Was ein Schmutz immer hier mit der Elektrik. Also ich habe das jetzt hier soweit verkabelt. Ja, ich hoffe, jetzt passt doch alles. Jetzt werde ich hier erstmal ganz normal Tank und so montieren. Ich habe gerade auch erstmal hier noch am transparenten Kupplungsdeckel noch Dichtmasse und so noch hinzugefügt. Dann müsste jetzt so eigentlich alles passen. Hoffe ich. Dann würde ich sagen, montieren wir jetzt erstmal ganz entspannt den Tank und die Seitendeckel. Und dann war es das eigentlich. So, die beiden Seitendeckel sitzen schon mal. Ich bin echt mal gespannt. Sieht es erstmal gar nicht mal so schlecht aus, aber ich finde so Sachen wie Tank und Sitzbank, die machen immer noch sau viel aus. Dementsprechend, ja, bin ich echt mal gespannt, wenn die beiden Teile sitzen. Ist mal ein bisschen blöd, dass jetzt hier der Blauton von den Griffen und von den Bremshebeln halt ein Tick heller ist als es von meinem Tankset, aber ja, bin mal gespannt, wie alles aussieht und ja, Aufkleber kommen natürlich auch noch drauf. 1:37 später. Leute, schaut mal, Sitzbank und Tank sitzt. Was ist eure Meinung bis jetzt? Ich finde, das sieht eigentlich wo ganz cool aus. Oder auch hier mit dem Kupplungsdeckel und so. Ja, muss jetzt noch Sprit rein, Getriebeöl rein, Auspuff dran. Und dann kann ich ja bald schon mal so eine kleine Testfahrt machen hier. Bin echt mal gespannt. So Leute, jetzt der Augenblick der Wahrheit. Die Karre müsste jetzt eigentlich soweit startklar sein. Ich bin mega gespannt. Sprit ist drin. Jetzt erstmal noch ein bisschen Öl reinkippen. Müssen ja 400 Milliliter Getriebeöl rein. So Leute, das Getriebeöl ist jetzt hier drin. Ich finde, das sieht wie voll wenig aus, aber es sind 400 Milliliter. Boah, ich bin mega gespannt. Benzinhahn auf. Irgendwann später. So Leute, jetzt hier der Startversuch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Geil, Mann. Haha, wie geil das aussieht. Haha, geil. Komm, Simi. Gib nicht auf. Aha. Die muss auf jeden Fall noch anders eingestellt werden hier. Man kommt hier nicht auf Drehzahl. Oh, ich sehe gar nichts im Spiegel, scheiße. Na, Schmutz. Ja, okay, es ist halt noch sehr kalt. Komm auf Drehzahl. Genau, wuhu, Alter. Und zieht eigentlich gar nicht mal so kacke. Und aus. Geil. Aber so ein Pro-Taper bzw. ZT-Lenker, der hat aber schon echt was. Also das macht echt einiges aus, finde ich. Aber dicht scheint er noch zu sein. Oh, scheiße, Mann. Hä? Och nee. Hat sich hier am scheiß Gaszug nur irgendwas gelöst. Dann morgen. Ich
eigentlich zieht er ja wohl ganz gut, wenn er einmal zieht. Och nee, jetzt nicht hier, Mann. Ach moin, ne? Ich dachte schon, der fährt hier so behindert. Ja, ich bin gerade dabei, den Vergaser einzustellen. Und läuft nicht? Ne, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Boah, ist anstrengend. Ja, immer anschieben. Weil ich komme im Moment gefühlt nur 10 Meter. Naja, so. Im unteren Drehzahlbereich läuft die, aber dann, wenn ich quasi Vollgas gebe, dann fängt die mal an zu stottern. Was ist denn für eine Düse drin? Also eigentlich die gleiche, die auch vorher drin war. Aber vorher lief die Karre ja auch damit ohne Probleme. Also der Motor wurde ja nur regeneriert. Also der Rumpfmotor. Da muss man mal gucken, woran das liegt. Erstmal wieder nach Hause kommen. Ja, danke. Also Aufkleber und so kommen auch drauf, ne? Voll mega ärgerlich. Ich hatte ja eigentlich auch noch einen anderen Bremsgriff und hier, das war alles so rot und so. Aber mir ist ja der Gaszug gerissen, deswegen muss ich jetzt hier den Originalen dran bauen. Und jetzt hier, der Gaszug geht noch ein bisschen schwer, aber. Also der kommt nicht mehr gescheit zurück. Das ist ein Tempomat, ne? Ja, ja. Eine Stunde später. Oh, bremst dich es dauerhaft an. Aber wie gesagt, ja. Jetzt guck, jetzt will die eigentlich noch höher, aber nicht einfach. Aha. Jetzt zum Beispiel, jetzt gerade wollte die auch weiter. Naja, genau, das war ja bei mir auch, also irgendwie richtig komisch. Ja, guck. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ja, ich glaube, wir können besser das erstmal umändern, weil ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ja. Also der Massekontakt, der sitzt jetzt, glaube ich. Hast du den Schlüssel rein? Ja. Oder habe ich den? Ja. Warte. Das ist so safe Zündung. Am besten machst du hier runter, nicht dass du den. Ach so, ja. Und erstmal so grob verkabelt. Ja, guck mal, das ist ja gar nicht angeschlossen, jetzt, oder? Oder? Herr, warte. Herr Dort, der ist. Hä? Herr, hat das irgendwie gelöst? Oh, ja, der war eigentlich hier angeschlossen. Da war der angeschlossen. Aber wo muss denn der drauf? Hier. Da. Ja. Ja. Ja, Leute, dann lag es jetzt wahrscheinlich einfach daran, dass die Karre so scheiße lief, weil der Massepunkt nicht richtig dran war. Boah, jetzt läuft die aber gut, ey. Gott, endlich läuft die Simme. Also wie gesagt, lag daran, weil irgendein Massekabel saß halt nur halb quasi am Massepunkt dran und dann der hat halt immer so geflackert. Und ich dachte halt schon, das wäre Vergaser oder Zündung oder was weiß ich. Aber jetzt passt es. Darauf musst du erstmal kommen. Ja.
Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, lasst einfach ein Abo da. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.